So, Hallöchen damit, willkommen zu einem kleinen Umfragevideo. Da die letzte Umfrage im März war, die glaube ich doch relativ gut angekommen ist, habe ich mir gedacht, das machen wir doch mal eine zweite. Und ja, es ist ja so, eine Umfrage ist ja weniger für mich und mehr für euch, damit ihr mitbestimmen könnt, was läuft. Und das geht auch nicht mehr als 2 Minuten, also 1 bis 2 Minuten seid ihr durch. Und genau, wäre also toll, wenn ihr zahlreich teilnehmen könnt, weil dann einfach genau das auf dem Kanal, was ihr wollt. Genau, so funktioniert Demokratie. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch die Umfrage durch. Also die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr einmal draufklicken und genau, dann seht ihr hier schon den ersten Teil der Umfrage. Hier geht es mir eigentlich nur darum, zu wissen, welche Spiele ihr sehen wollt. Das heißt, ihr einfach mal ankreuzen, was ihr denn sehen wollt. Da könnt ihr auch alles ankreuzen, was ihr wollt. Also angenommen, ihr wollt jetzt hier irgendwie relativ viel sehen. Man könnte auch zum Beispiel hier alles ankreuzen. Das geht auch. Also alles ankreuzen, was ihr sehen wollt. Einmal hier auf Weiter, dann könnt ihr unten noch... warte mal hier. Ich bin blöd. So, unten könnt ihr auch noch eintragen, welche Spiele ihr sonst noch haben wollt. Wenn die nicht in der Liste sind, dann kann man mal schauen, ob sie da irgendwas machen lässt, falls da sich irgendwelche Spiele häufen. Wichtig an der Stelle zu erwähnen ist, dass die Spiele, die ich hier auswähle, dass die ausschließlich Tropico und L.A. Noire ersetzen werden. Das heißt, OMSI und Euro Truck Simulator sowie der Train Simulator, die bleiben weiterhin regelmäßig vorhanden. Das heißt, da wird nichts dran gerüttelt. Genau, also das bleibt auf jeden Fall da. Hier ersetzt quasi nur die in Anführungsstrichen Story-Spiele, die eh dort laufen. Genau, hier weitere Vorschläge, einmal Continuen. Dann haben wir hier Fragen zur Folgenplanung. Also ich mache ja seit einem halben Jahr, glaube ich, oder schon ein bisschen länger, mache ich eine Folgenplanung. Die könnt ihr, wenn ihr noch nicht gesehen habt, könnt ihr die hier mal ganz kurz anschauen. Die findet ihr in jeder Videobeschreibung unten drin, auf meinem Kanal, bin auf der Kanalseite oder auf Kanalinfo bei mir. Dann seht ihr das hier. Das ist im Prinzip meine Kanalfolgenplanung. Sollte sich, denke ich, selbst erklären. Hier das Datum und hier die 2 Slots, 14:30, 16:30, was an dem Tag läuft. Und da möchte ich einfach nur ganz kurz von euch wissen, wie zufrieden bist du mit der grafischen Gestaltung der Oberfläche? Das heißt, ist das für dich übersichtlich oder muss man da irgendwas neu machen? aber kriegst du Augenkrebs von? Kann ja sein. Also Hauptsache, es ist übersichtlich und man kann auf den ersten Blick sehen, was läuft. Das ist mir wichtig. Nehmen hier ankreuzen, hier zum Beispiel, ne, Yoshi, voll scheiße aus, oder, boah, Hammer, ich kann sofort sehen, was ist. Also hier dann ungefähr so ankreuzen, was ihr denn wollt. Dann hier, Videos pro Tag. Das hier, wenn es genauso bleiben soll, 2 Videos pro Tag, zu wenig, mach 3 Videos, Josh. Oder, ich komme mit dem Gucken nicht hinterher, mache am besten nur 1 Video pro Tag. Wird mir mal interessieren, wie das denn so ist. Wie viele Videos sind die Leute jetzt so wünschen? Weil jetzt sind noch einige neue Zuschauer dazugekommen im Gegensatz zum März. Deswegen würde mich das einmal interessieren. So, dann haben wir hier die Frage nach der Uhrzeit. Ich mache hier auf 2. Uhrzeit, wann die Videos kommen sollen. Aktuell ist es ja so, das erste Video um 14:30 Uhr, das zweite um 16:30 Uhr. Wenn ihr wollt, dass das alles genauso bleibt, wie es ist, dann kreuzt einfach beim ersten 14:30 Uhr, beim zweiten 16:30 Uhr. Und dann bleibt es so, wie es ist. Und wenn ihr was anderes wollt, dann kreuzt einfach da. Man kann ja noch rübergehen für spätere Uhrzeiten. Also nur Jojo-Info. Dann haben wir hier noch, falls ihr irgendwo unzufrieden seid, zum Beispiel bei der grafischen Übersicht, dann könnt ihr hier irgendwelche Verbesserungsvorschläge eintragen, wenn ihr wollt. Möchte aber natürlich alles nicht. So, einmal Continuen. Dann sind wir auch schon auf der letzten Seite. Da habe ich noch 2 Fragen, die mich persönlich mehr oder weniger interessieren. Wie viele Videos schaust du? Ich schaue so gut wie alle Videos. Ich schaue nicht alle Videos, weil mich manche Projekte nicht interessieren. Ich schaue nicht alle Videos, weil ich mit dem Schauen der Videos nicht hinterherkomme. Ich schaue mir oft alte Videos an, weil zu wenig neue kommen. Kann ja auch sein. Oder ich schaue fast gar keine Videos, weil du voll scheiße und abgehoben geworden bist, Josh. Nee, würde mich einfach mal persönlich interessieren. Das ist ja eh anonym, das Ganze. Deswegen könnt ihr da einfach mal hier ankreuzen, was ihr wollt. Ist dann ja persönlich für mich, genauso wie das zweite, wie du auf meinen Kanal gestoßen bist. Einfach ankreuzen, wenn es zwei oder drei Sachen waren, kannst du auch 2 oder 3 ankreuzen. Deswegen kann man hier auch so viel ankreuzen, wie man will. Und hier gibt es noch Kommentare, Anregungen, Kritik, irgendwas, was du mir schon immer mal sagen wolltest. Ist hier natürlich anonym, das heißt, ich kann nicht direkt drauf eingehen, ich kann nicht direkt antworten, weil es anonym ist, so. Heißt, genau, falls es irgendwas persönlich ist, dann auf einem anderen Weg, aber hier... Einfach, wenn du mir schon immer was sagen wolltest oder die Umfrage voll blöd findest oder sowas. Josh, mach das anders, dann kannst du das hier reinschreiben. Dann haben wir immer auf Submit gehen und schon habt ihr die Umfrage beantwortet. Genau, mehr wollte ich auch gar nicht. Das heißt, es sind im Prinzip die 3 kleinen Seiten. Würde mich freuen, wenn da eine zahlreiche Teilnahme herrscht. Letztes Mal waren es ja, ich weiß gar nicht mehr, 227 Teilnahmen, glaube ich. Also relativ ordentlich. Würde mich freuen, wenn es dieses Mal wieder so viele werden oder noch ein paar mehr.
weil so eine Umfrage dient im Prinzip dazu, das zu senden, was ihr sehen wollt. Für mich selber brauche ich es ja nicht machen, da könnt ihr spielen, was ich will. Und Videos rausbringen, wann ich will, aber ich möchte halt gerne, dass es da so viel wie möglich Leute damit zufrieden sind. Nicht nur mit den Videos an sich, sondern auch mit dem Drumherum. Und deswegen habe ich die kleine Umfrage jetzt hier mal gemacht. Ja gut, am allerwichtigsten ist mir das primär erstmal die Spieleauswahl am Anfang. Genau, weil L.A. Noire und Tropico halt bald zu Ende sind. Und da würde ich gerne wissen, was dem mal danach kommt, ja. Genau, das war's dann. Ein Auswertungsvideo wird wahrscheinlich nicht kommen. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, ja, okay, und da ist das und das rausgekommen, ihr werdet es ja sehen, welches Spiel kommt und welches nicht. Falls sich irgendwelche Änderungen bezüglich der Folgenplanung ergeben, dann tue ich ein extra Video dazu machen, damit ihr das dann auch merkt, dass die Videos später oder früher kommen. Aber ansonsten, genau, kommt da, glaube ich, nicht allzu viel von mir. Also ihr werdet es dann eher an den Taten sehen, als an leeren Worten in einem Video. Jo, mehr bleibt mir auch gar nichts zu sagen. Ich sag tschüss, vielen Dank fürs dabei sein und würde mich freuen, wenn du an der Umfrage teilnehmen würdest. Also, bis zu einem meiner weiteren Videos. Tschüss.